Zeig, was du kannst. Nein! Ja! Let's go! Wer wird der neue Nerf-König? Ja, yes, richtig! Ja! Wir sind heute auf einem Fußball-Golfplatz mit Nerf zusammen und drehen wieder ein paar Challenges. Moment, Moment mal. Vergiss eine Sache. Heute ist mein Tag. Meine Revanche. Ich werde es heute gewinnen, damit du Bescheid weißt. Von vornherein. Dann let's go. Ja. Zeig, was du drauf hast. Na, let's go. Auf geht's. Challenge 1 von 3. Fangt mit eurem Fangkorb Darts auf, um Punkte zu erzielen. Diese werden von Nerf mit der Nerf Elite Shockwave abgefeuert. Jeder gefangene Dart zählt einen Punkt. Ich bin Bilal Kamari, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Berlin und bin Content Creator. Ich bin Lukas, ich bin 21 Jahre alt und ja, man kennt mich von TikTok, von YouTube, Instagram. Nerf hat mich heute zum Revenge-Tag eingeladen, weil ich noch eine Rechnung offen habe mit dem lieben Lukas. Es war immer ein ganz knappes Duell, aber ich habe mich durchgesetzt. Dabei bleibt's. Das Ding muss ich heute ziehen, da gibt's kein Wenn und Aber. Nerf, ich brauche dich jetzt. So Bilal, jetzt geht's rund. Ah, guck mal hier. Ja, wie soll ich da hinkommen? Oh, 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 den hättest du haben können. Weiter, weiter, kein Problem, weiter. Weiter, immer weiter. Oh, der wird mich stinken an deiner Stelle, dass du den nicht getroffen hast. Fehlt. Zählt nicht. Was? Ja. Ja, das ist ein Geschenk. Bilal, wie viel hast du? Ja, 4. Das ist ja gar nichts. Machen wir erstmal nach. Auf geht's, Murph. Zeig mir, was du hast. Immer schön weit weg. Yes, richtig. Nee, ey, der zählt nicht. Der zählt. Nein, Bruder, der ist vom Boden. Der zählt niemals. Komm mal, Lukas, zeig mir was. Ja, den habe ich. Ja. Revenge Day. Yes, richtig. Ah, richtig. Murph, komm schon. Lass mich nicht hängen. Ja. Schwer. Ja. Yes. Der zählt, yes. Der zählt. Der muss zählen. Ich sehe hier 3 Stück. Das heißt, Bilal hat 4, Lukas hat 3. Naja, egal, es gibt noch eine zweite Runde. Also noch ist hier nicht aller Tage Abend. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr von dir, Murph. Boah, er trifft ihn direkt wieder. Aber guck mal, Murph, was sind das denn auch für Vorlagen? Warum waren die bei mir denn nicht da? Let's go! Ach, let's guck go! Mal hier. Weiter! Und noch so ein Geschenk. Oh mein Gott! Nein, was? Murph, die will ich bei mir aber auch gleich haben, ne? Da müssen wir hier klare Verhältnisse schaffen. Yes! Yes! Bilal, wie viele hast du getroffen? So, ich habe jetzt die 7 Stück drin. Das heißt, ich bin bei plus 11. Und ich muss mindestens 8 treffen. Ja. Come on, Murph, zeig mir was. Ja, den nehme ich. Yes! Ah, der zählt aber, der zählt. Ja, ja, der alles, gut, alles gut, da war drin, alles gut. Aber jetzt nur so welche, oder was? Nee, oder? Jetzt nur noch so welche hier? Jawohl. Nein, der war nicht. Das sieht noch. Oh. Der ist gut, der ist gut. Ja. Komm schon! Ey, hier kommt jeder exakt perfekt. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Auch der ist super. Jawohl, come on. Ich glaube, 2 sind rausgesprungen. 5. 7. Oh, yes. Nein. Mit einem Punkt Abstand ist das bitter. Aber hast du gut gemacht, muss ich sagen. Hast du sehr gut gemacht. Bilal, kennst du schon die hier? Nein, was ist das? Das sind die Hydro Balls von Super Soaker. Das sind quasi wiederverwendbare Wasserbälle. Da kannst du Wasser reintun. Sehr, sehr cool. Und die sind ganz schön nass. Willst du mal sehen, sehr, wie? Sehr cool. Nee, will ich nicht. Nee, willst du nicht sehen? Nein, 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 nein! Challenge 2 von 3. Spielen wir eine Runde Hydro Ball. Hier gewinnt man, indem man möglichst viele Hydro Balls mit dem Schläger erwischt. Jeder Spieler hat 2x5 Versuche und eine kleine Erfrischung inklusive. Okay, komm schon, Bilal, zeig, was du kannst. Zack, und da ist der Erste. Boom, come on. Du sollst nicht mich abwerfen. Werfen kann er auf jeden Fall. Zack. Der ist gut. Jetzt bin ich da. Ja, come on. So, jetzt muss ich werfen. Let's go. Ja. Okay. Obwohl der nicht gut geworfen war. Obwohl der nicht gut geworfen war. Der war nicht gut geworfen. Yes, richtig. Der reicht. Der reicht. Nein. Ja, let's go. Weiter, weiter. Du hast noch nicht gewonnen. Weiter, weiter. Du hast noch nicht gewonnen.
Oh, ja, das war ein Geschenk. Aber ich gehe in Führung, Freunde. Das gefällt mir doch. Ich push mich selber. Ich push mich selber. Der ist gut. Ach, aber ich werf dir auch so super, sag ich dir ehrlich. Machst du sehr gut. Ich werf dir so super. Nein! Richtig! Das ist belastend. Das könnte jetzt ein sehr entscheidendes Ding gewesen sein. Ready? Ja. Zwei hast du, ne? Ja. Ja! Come on! Ganz wichtiges Ding. Und trotzdem getroffen, auch wenn der Ball nicht gut geworfen war. So nämlich. Ja! Come on! Woo! Alle muss ich treffen. Wenn er jetzt direkt nicht trifft, dann habe ich gewonnen. Let's go! Richtig! Weiter! Triffst du nicht? Doch, doch. Du bist nervös. Komm. Denk nochmal nach. Komm. Stell dir im Kopf schon mal vor, wie du mich triffst. Wie du daneben schlägst. Ja! Ich habe noch nie Baseball gespielt. Und deswegen nennt man mich auch den Profi-Baseballer. Freunde, es geht in eine dritte Challenge rein und ich habe ausgeglichen. So muss das doch aussehen hier. Das gefällt mir. Beim ersten Mal hast du das Ding geholt. Okay, abhaken, weitermachen. Ich bin zurückgekommen und heute hole ich es mir. Heute nehme ich die Krone mit, nicht du. Versprochen. Ich bin der Nerf-König und dabei wird es bleiben. Finale Challenge. Bei Catch Me If You Can erhält Spieler 1 15 Sekunden Vorsprung, um in möglichst viele Catcher zu treffen, bevor Spieler 2 die Verfolgung aufnimmt, um ihn zu fangen. Das Spiel endet, sobald Spieler 1 gefangen wurde und die Spieler tauschen die Rollen. Gespielt werden jeweils 2 Runden mit dem Nerf Elite Double Punch. Freunde, steht 1:1. Es wird jetzt mega, mega spannend. Es geht um die Entscheidung, wer wird der neue Nerf-König, Freunde? Okay, dann zeig mir, wie schnell du bist. Ja, yeah, let's go. Nicht nervös werden, ne? Der war aber noch, ne? Wie viel hast du getroffen? 7 gemacht. Ich würde mal sagen, gut vorgelegt. Alles gut. Aber ich bin noch ganz schön aus der Puste jetzt. Dann zeig mal her. Jetzt zeige ich euch, wie das geht. Mhm. Ah! Boah, das ist schwierig. Der kommt aus dem Nichts auf einmal angeschossen. Yes! Einmal musst du noch, ne? Weißt du, kein Druck. Alles gut. Ich hänge dir im Nacken. Ich bin sowas von ready. Aber kein Druck, ne? Du kannst es jetzt auch alles an die Wand fahren. Lass dich mal los. Oh nein! Da hat er mich austanzen lassen. Oh, ist das ärgerlich. Ich habe wirklich Brett vorgelegt, sag dir ehrlich. Das ist ein Brett, ja. Ja, das. Na, hilfst du mir trotzdem noch hoch oder nicht mehr? Nee, komm, bleib liegen. Danke, Bro. Oh, der war hart. Ja! Ah! Nein! Ach, Mann! Du warst ein fairer Gewinner. Das rechne ich hier hoch an. Nicht jeder gibt eine Revanche. Dafür kriegst du von mir die Hand. Ein fairer Sportsmann.
Komm, gib mir die Krone. Erwarte ich etwas. Ich als ehemaliger Nerfkönig überreiche Bieler jetzt. Ich stehe auf, aus Respekt. Der neue König ist geboren, Freunde. Bieler, du hast es verdient. Yes! Leute, wenn ihr so eine Battle jetzt nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal, lasst Liebe da, dann seht ihr noch mehr so eine Battles. Von daher, bis zum nächsten Mal. Nerf, so geht Action!